Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, im letzten Teil waren wir immer noch auf der Suche nach Killer Croc und haben es dann tatsächlich geschafft, uns bis hier vorne vorzuarbeiten. Und dann gehen wir doch erstmal durch die Tür jetzt hier und sind bereit für eine Episode Croc Files. Sich mit deinen dunkelsten Albträumen füllen und du wirst niemals deine wertvollen Venom-Wurzeln erreichen. Tu es nicht, Cray. Oh boy, that escalated quickly. Ja, da schnappt sich der gute Krokodok doch einfach die Vogelscheuche. Muss mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Ich glaube, hier muss ich nicht hin, aber... Hier gibt es Riddler-Trophäen, die ich natürlich sehr gern haben möchte. Aus keinem speziellen Grund, einfach damit ich sie habe. Aber hier gibt es jetzt anscheinend nichts mehr. Gut, auch egal. Seilen wir uns wieder zurück. Ja, Danger, Danger, sieht doch gut aus. Die Stadt wird mir jetzt aber auch ordentlich ein abgeseilt. Ha! Wortwitz! Das ist eine strukturelle Schwäche. Oracle, ich gehe zu Crocs Versteck, um die Schimmelproben einzusammeln, von denen Ivy gesprochen hat. Es befindet sich in einem Abwassersystem. Schick mir einen Plan. Es ist hier wie in einem Labyrinth. Es steht nichts in den Akten. Bruce, bist du dir da sicher? Das Ganze klingt wie ein Himmelfahrtskommando. Ich habe keine Wahl. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er die für das Anti-Venom erforderlichen Sporen anzeigt. Das führt mich direkt zu ihm. Was ist mit Croc? Croc ist nur ein Tier. Tiere brauchen Fallen und den richtigen Köder. Ich schaffe das schon. Ich melde mich, wenn ich habe... Ein großes Batman-Zeichen. Gut. Die schwimmenden Pontons werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Croc meine Position verraten. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen. Kriegen wir hin, Batman. Schön langsam. Wir wollen ja nicht das Krokodil wecken. Ja, das hat doch gerade wieder ordentlich gewackelt. Wir sind hier ganz vorsichtig, weil wir wollen nicht, dass Killer Croc kommt. Das wäre ungut. Also keine schnellen, ruckartigen Bewegungen.
hört sich auch gar nicht gesund an, die Geräusche, die er von sich gibt. Ich glaube, das kommt dabei raus, wenn man Heu frisst. Oder Vogelscheuchen. Doch, ich bin heute so witzig drauf hier. Nein. Ja, und sonst so? Irgendwas ist ja immer, ne? Ja. Gott! Nein! Ich werde es genießen, deine Knochen zu verzehren. Spiel das Spiel mit dem Krokodil, du bist der Krokodok, Krokodok. Ja, aber Gott sei Dank haben wir hier einen Checkpoint bekommen. Ich glaube, ich hätte ihn eigentlich mit dem Batarang abwerfen können. Aber irgendwie hat er nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ab ins Wasser mit dir, Junge! Abscheulichkeit! So. Ich bin Krokodildompteur. Aber gut, wir wissen ja jetzt, wie wir gegen ihn kämpfen. Ich habe deine Sicherung aufgenommen. Oh. Ja, Croc. Das läuft irgendwie nicht so ganz gut für dich. Der hat aber auch ein relativ großes Areal für sich, ne? Also eigentlich kann er sich nicht beschweren. Viel Wasser. Sieht doch gut aus. Papp! Ein grünes Stück Scheiß einfach runtergefallen. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe schon mal grün gekackt. Diese Sporen enthalten nicht genug Antivenom. Ich muss unbedingt mehr finden. War ja klar. Sonst wäre die Party hier unten ja auch schon ziemlich schnell vorbei gewesen. Gehen wir uns mal hier lang. Nicht mit mir, Freundchen. Ja, ist schön für dich. Gerade will ich ihn noch verspotten. Und da kommt er direkt wieder aus dem Wasser gesprungen. Kann nicht wahr sein hier, das soll ewig lang dauern. Und da leuchtet doch was Grünes. Ich habe deine Sicherung aufgenommen. Reicht es jetzt? Natürlich. Hi! Hm.
Da bist du. Ja, und wo bist du? Ich wollte gerade schon lästern, beziehungsweise meckern und sagen, Herr Croc, überleg dir mal was Neues. Und dann kommt er einfach zweimal aus dem Wasser gesprungen. Der Halodri. Viele Batarangs hat. Denn sonst wäre das hier echt schlimm. Aber ein Sofa hat er. Schön. Ich glaube, das ist das Sofa Fabian von Ikea. Habe ich auch zu Hause. Zumindest hoffe ich das. Oh, reicht immer noch nicht. Oh, ich wusste es eben schon, als ich diese Wand da gesehen habe, dass er doch sicherlich gleich, sobald ich es eingesammelt habe, nochmal kommt. Das ist auch verdammt knapp. Also ich dachte gerade, der hat mich. Ah! Gott! Also schon wegen dieser Musik erschrecke ich mich hier. Das sieht richtig aus. Ich gehe mal lieber etwas langsamer. Ah, das sieht gut aus. Das ist ja jetzt doof. Na gut, sammeln wir erstmal wieder die Sporen. Schön schleimig hier. Ja, da nehme ich doch jetzt erstmal wieder meine Zipline hier. Damit komme ich hier mit. Wow! Hat der gerade nach mir geschnappt? Alter! Jetzt muss ich anscheinend auch vor ihm weglaufen. Schön vorsichtig. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Ah! Okay, da ist wieder einer. Also ich weiß es nicht, ob jetzt nochmal was anderes passiert. Das ist wirklich schon so lange her, dass ihr es gespielt habt, den ersten Teil. Ah, okay, laufen. Dass ich mich wirklich nicht mehr richtig dran erinnern kann. Es dauert so lange hier. Ich glaube, ich kann es auch mal riskieren, ein kleines bisschen schneller zu gehen. Ich mach's jetzt einfach mal. Oh, hallo. Und da sehe ich doch schon wieder
das ominös grün leuchtende Gemüse. Wie ein grüner Schiss einfach zu Boden gefallen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Denn ich habe schon mal grün gekackt. Na, ja. Okay, das war vielleicht zu viel Information für euch. Ich muss zurück zur Bathöhle und das Gegenmittel entwickeln. Ah, ich ja, da wird aber auch mal Zeit. Ein Radarsignal aktiviert. Clever. Oracle. Batman, du schlauer Fuchs. Was ist mit Croc? Er wird kein Problem sein. Oh. Oh, springt direkt vor meiner Nase aus dem Wasser. Sau. Ja, mach so viel Klappen kaputt, wie du willst. Ist mir egal. Okay, dann kriege ich aber hier schon wieder so ein Signal, dass ich zuschauen will. Oh, oh. Stirb, stirb! Ah. Scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was? Nein, lauf doch! Was machst du? Achso, da geht's. Ah, okay. Meine Zipline. Warum mache ich das eigentlich nicht die ganze Zeit? Das müsste doch viel schneller gehen. Und ich bin Jesus, denn ich kann übers Wasser laufen. Okay, jetzt bin ich wieder hier, wo eine von den Pflanzen war. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe hier nicht richtig. Aber eigentlich, der Messer da, der sagt mir... So, du schaust doch mal wieder vorbei, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht richtig, aber wir machen einfach mal weiter, was uns diese schöne kleine Anzeige ja sagt. Wow! Ah, jetzt geht mir immer schon ein bisschen die Pumpe. Alter, damit habe ich nicht gerechnet. Ah, jetzt macht er wieder einen auf den. Ah, nein, da geht's gar nicht lang. Ich schwing mich einfach rüber. Ah, okay. Hat schon gesehen, was war denn Indiana Jones? So, aber Batman hat ja schon was vorbereitet, wenn wir uns so richtig erinnern. Come at me, Bro! Jetzt. Was? Was? Was war das denn? Nein! Wieso hat er denn jetzt... Hä? Ich dachte, du würdest länger durchhalten. So eine Scheiße. Ich glaube, ich habe einfach wieder den falschen Knopf gedrückt. Kacke. Oh, aber warum kommt überhaupt der Joker, wenn Killer Croc mich gerade zerfleischt hat? Na gut,
Das war wieder sehr peinlich. Aber wir probieren es jetzt nochmal. Lauf, Forrest! Lauf! Lauf, Gump! Lauf! Jetzt aber. Komm, 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 komm. Bam! Geht doch! So, meine Güte. Muss mal gucken. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zur Betthöhle erstmal. Aber gut. Mensch, jetzt gibt mir doch schon ganz schön die Pumpe. Das war ein bisschen nervenaufreibend. Und wieder ein bisschen peinlich. Aber ich denke, hier machen wir erstmal wieder einen Cut. Denn das war erstmal Aufregung genug für dieses, für diesen Take. Und dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn ich dann endlich das Gegengift herstelle. Und bis dahin sage ich wieder Haunse Baunse!